Hallo Kolleginnen und Kollegen aus dem Jövisinger Bastelboot. Haut mal ein neues Video, den ihr hoffentlich besser freut möchtet. Schöne guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem neuen Video aus dem Jövisinger Bastelboot. Heute bauen wir einen Adapter für eine Schleifmaschine und als Absauganlage zu schließen. Als Absauganlage die hat einen Schlauch von 40 mm Außendurchmesser und als Schleifmaschine die hat eine Stutzen mit 50 mm Bannendiameter. Wir müssen also hier etwas bauen, für die zwei Stecker mit denen zu verbannen. Wir benutzen heute mal einen Blender. Wir benutzen die Software FreeCAD. CAD heißt Computer Aided Design und das ist ein Programm, mit dem wir können so Modelle machen. Wie sieht das aus? Das sieht so aus. FreeCAD.org. Da kann ich die Applikation hochladen und da kann ich sehen, Modelle damit kreieren. Am Gegensatz zu Blender, wo wir normalerweise mit Meshen, also mit 3D-Objekten anfängt, fängt den Heimat einer Zeichnung an, also 2D. Und da fangen wir direkt an. Nachdem wir die Applikation aufgeladen haben, können wir sie auch schon starten. Hier sehen wir, wie sie gestartet. Und dann können wir hier Create New Man. So, ich schon so gestaltet, also ich will hier nicht erklären, wie die ganze Applikation funktioniert. Ich will hier just ein Beispiel demonstrieren, wie in so ein Steck designt. Wir fangen nun mit der Workbench, das heißt Workbenchen, das heißt Arbeitsumgebungen auf Deutsch, Partdesign. Da kreieren wir dann ein neues Steck, Create Body. Und dann kriegen wir einen neuen Sketch. Was das ist ein Sketch? Ein Sketch ist eine 2D-Zeichnung. Wir gehen dann hier gewohnt, dass wir die drei Planen, die drei Ebenen haben. Und wir benutzen die XZ-Plane. Für was XZ? Wir wollen ein Objekt kreieren, den eine Rotation mischt, für aus einer 2D-Zeichnung ein 3D-Objekt zu machen. Wie das geht, sehen wir direkt. Wir haben hier Koordinaten, System. Wir sichern hier die Multiline Dinge. Und da fangen wir an, als Zeichnung zu machen. Wir fahren hier rüber, wir fahren hier rüber. Wir fahren hier rauf. Am Moment ist es ein bisschen egal, wie die Maße sind, weil die Maße, die können wir dann noch festlegen. Muss ich immer vorstellen, dass wir hier ein 2D-Objekt kreieren, weil dann sich der Schnitt ist durch ein 3D-Modell. Ein bannigsten Durchmesser von einem Schlauch hatte man gesagt, dass 20 mehr gehen auf eine sichere Seite und wir machen das auf 21 mm. Dafür, an Dick von einem Steck, geht 2 mm. Dafür klicken wir da drauf oder wir wählen hier die Bemaßung aus, klicken auf ein Lin, also ein 2 mm. So, dann klicken wir auf das, also ein Dick 20 mm. Und die do geht 25 mm. Lassen wir schon ein paar Maßen. An sich schon mal just die dritte Maß. Die ziehen wir mal raus, damit es mir übersichtlich geht. Voilà. Machen das ein bisschen groß. Und da sehen wir, dass wir hier 2 mm haben, das ist auch ein Constraint, 2 mm. Wir sehen hier, dass under Constraint steht 10 Degrees of Freedom. Das heißt, unser Modell ist noch nicht definiert. Die muss mit den Maßen und mit der Position am Raum so definiert gehen, dass sich nicht mehr ändern kann. Und dann wird der Gring, das Modell wird da Gring gemalt und da steht auch hier nicht mehr die Message. Also, wir haben, wie gesagt, 2 mm stärkt.
dann können wir so ein mir selektionieren die dorten Brät und das selektionieren wir die do und Mac müssen wir do Command Key unhalen. Also nein, die wird selektioniert und die wird selektioniert. Dann gehen wir do an Gleichheitszeichen, also die zwei Linien sollen lo selbst sein. Wir machen es nicht gewesen. Ja, warte, dann machen wir, fangen wir die anderen müssen, dann machen wir die Domus, der das ein Hecht. Den machen wir 20 mm. Dann sollen wir die Dotenlänge plus die Dotenlänge. Die sind gleich. Voilà, wir sehen auch hier, dass die immer mit Kontranten dabei kommen und dass da der de Grieß of Freedom dat da drauf geht. So, der Meister. Bisschen besser an. Die muss da zweimal high river. Den dritten, den Lin, den geht doch. 25 mm. Dafür zählen wir das hier ab. So. 25 und da sind auch die Doten an die Do kriegen dieselbe Schmuss. Da kann man ein probieren, dass die Leute die an die selbe gehen. Voilà, das ist auch 2 mm. Und dann muss man nachher die aufstellen machen, das ist mir so von Do. Das hast du dann als Radius bis du bannen dran. D-Punkt. Gin 21 mm. An Urven aset vom Mittelpunkt bis auf die Bausisten hatte man gesagt, sind 50 mm. Also gibt den Radius 25. Voilà, da sehen wir auch, dass die Mosen da hinkommen. Dann machen wir nach von diesem Punkt ob dem Punkt geht es an der Breite. D-Punkt an D-Punkt. Dann machen wir das so. Dann machen wir Punkte für Test. Zwei Punkte sind zugewählt. Dann so mal. Okay, da. Also hier schnapp ich dann machen wir für dich den an den und dann so mal die sind 2 heisch 2 mm heisch an den an den Punkt sind auch 2 mm heisch. Und dann muss man auch so ein D-Punkt an D-Punkt sind 2 mm breit. Und das scheint nicht viel nicht zu wollen. Wenn den die Ritz-Taste drückt, dann desaktiviere den alle Funktionen. Das heißt, mal gucken, nochmal vielleicht tun wir E-Punkt, anderer Punkt. Voilà, 2 mm. Analog sind wir fully constrained. Das heißt, als Modell, den das Lo fertig als Zeichnung
Und das ist komplett definiert. Und das ist auch gering, du weißt. Ne? So. Und dann muss man die 2D-Zeichnung da an ein Modell wandeln. Dann machen wir mal hier Close. Dann sehen wir, dass wir das Stück da haben. So wie wir es gemacht haben. Das ist der Punkt der Zeit, die das gesehen hier nur, dass wenn wir den hier Schlauch randrehen, dann will man nicht, dass der Schlauch hier weitergeht, weil hier ja mehr groß ist. Es gibt mir den ja ewig weiterdrehen, dafür geht ein hier ungehalt. Das ist so ein Verjüngung am Körper. Mit das sehen wir hier. Das heißt, wir gehen hier an Part, Workbench. Wir sehen hier als ein Modell. Wir gehen hier mal hier, Können wir den Menü gehen? Nee, aber dann machen wir nur mal ein Save. Ich meine, da kriegt ein Num. Save S. Schlauchverbindung nennen wir das dann. Schlauchverbindung und dann sehen wir, dass den da auch den Namen gerne tut. So, los sehen wir jetzt hier auf unserem Sketch, Tisch auf unserer 2D. Wir sehen, also machen wir da eine Rotation. Wie machen wir das? Wir gehen hier gucken, ob wir da ein Rotationselement tun. Ein Rotationselement an was ist das Rotationselement? Das ist eine Revolution hier steht. An das fanden wir wo? Ich meine, das fanden wir echt am Parkdesign. Genau selektionieren wir also ein Sketch und dann gehen wir hier auf das Symbol Revolution. Voilà, schon haben wir aus einem 2D, aus einer 2D-Zeichnung ein Modell gemacht. Und da waren dran, sieht ihr die Nuss, die wir gebaut haben, für dass der Schlauch nicht mehr soll weitergehen. Das heißt, hier ist der Dünnsteck von innen, hier ist den bäußigsten Teil, wo der Ausgang ist. Ein Bannen erinnert euch an den Jura-Gang. Und dann könnt ihr den von 25 mm Radius. So gesagt, das steht nur aus. Von 4, so. Von. Das seid. Von innen sehen wir den bäußigsten Teil. Den mittleren Teil und die Nuss, die da dran ist. Wir gucken noch weiter von 4. So, für dass wir da einen Schlauch dran drehen, muss man, also sagen wir mal OK, dann ist ja gegangen. Lo muss man, das nennen wir lo mal M, das nennen wir Hülz. Das ist immer gut, wenn man also ein Stecker umgehen, für zu wissen, was war das, und weil man teilweise auch Sachen invisibel macht, für das heißt nicht steuern, also immer gut, wenn man wissen wird. Für etwas unsichtbar zu machen, klicken wir drauf und dann, ob du hast, da sehen wir nicht mehr. Und dann führen wir weiter mit einem Steck für Gewinn. Da geht man dann hier auf Part. Und dann machen wir hier so ein Primitiv. Nennen wir das sind Objekte, die vier definiert sind. Und hier, wenn wir hier klicken, dann sehen wir, wie es geht. Das heißt, es gibt eine Ebene, es gibt Küsten. Das ist an sich das, was den Blender in Mesh nennt. Wir brauchen ein Helix, das ist ein Schrauf. Wenn wir das anklicken, dann können wir halt Parameter angehen.
Und als Parametern sind Steigung, Pitch, die aus 5,5. Das sind natürlich Sachen, die muss sehen müssen und singen Schlauch oder so weiter. Man hatte gesagt, etwas 20 heisch an der Radius, den Bannerradius von einem Steck innen war 21 mm. Da haben wir sie schon und dann so mal etwas längsdrehend gewinnen. Hallo, gesehen wir, dass wir doch schon den Repur haben, den wir aber gar nicht füllen. Das heißt, wir deleten die Helixen. Das so, an die da, das ist die wir zurückbehalten. Lo haben wir die gemacht. Mit der das lo in just in Pass, also W, und da muss man lo eng dickt drop kriegen. Und das machen wir, indem wir in einen Kreis dahin malen, an den dann durch eine Funktion an unserem Tool durch und drum feiern lassen, und da kriegen wir in dreidimensionalen Körper. Hier sieht man ein paar die Informationen, wo as das Steck das längs gewinnt, und hier sind ein paar Mussen, die können noch zu diesem Moment noch ändern. Das machen wir aber nicht. So, hier haben wir Close gemacht, das ist immer wichtig. Das heißt, wir haben hier ein Helix, wir haben eine Hülse, die unsichtbar ist im Moment. Und wir haben ein Helix. Lo, gehen wir hin an Meginis an unseren Part Design. Do gehen wir hier auf Sketch für ein neues Sketch. Dann gehen wir nächstes gefragt auf welcher Ebene. Wir sind noch immer an der XZ-Ebene. An hier sehen wir lo als Helix. Und da bauen wir Dolo innen in Kreis drin. Voilà. Also, wir setzen ihn auf als X-Achs hier. Das gesagt, an dem du den Häkchen, die Icon da könnt. Wir machen ein bisschen groß. Und voilà, wir klicken links und dann klicken wir jetzt, für aus dem Modus rauszugehen. Dann geben wir dem nach ein Moos, ein Diameter oder Radius. Der kriegt einen Radius von 1,25 mm. Dann gehen wir hin und wir positionieren. Der muss auf den Anfang von unserer Helix kommen. Wie fanden wir den Anfang? So von da bis zum Mittelpunkt vom Kreis. Sind 21 mm, was ja auch den Radius ist. Und da sind wir sind hier fully constrained. Test, also Kreis ist definiert, aber so ein High Close. So, für lo den 2D-Objekt hier an 3D-Objekt zu verwandeln, gehen wir hier näher an unseren Part. An mir so ein. Mir so ein. Dass wir da ein Sweep machen. Das ist die dritte Funktion. Sweep. Voilà. Und da fragt den als, ob das er sagt, mit welchen Objekten wir schaffen, wir ja den Sketch nullend, als das, wo die Helix da dran gemalt ist. Und dann gehen wir an das Modell. Und wir selektionieren als Helix. Wir gehen jetzt an Tasks. Wir sagen, das ist ein Solid. Und wir klicken auf OK. Hallo, haben wir aus unserer Helix ein dreidimensionalen Objekt hergestellt. Mit einem
Durchmesser von 1,25 x 2 mm. Voilà. Das nennen wir lo Gewinde. Wie gesagt, das ist immer wichtig, wenn man die Sache benennt. Und das tun wir lo selektioniert. Lo gehen wir es als Hülse visibel machen. Haben wir gesehen, dass wenn wir das von vier gucken, dass da unten ein kleines Stück Wäsch rausguckt. Und das muss man nur wegschneiden. Wir schneiden ein bisschen weg. Wir haben eine so Applikation, normalerweise eine Funktion, die sieht, hol ein Mesh, also ein Körper, und hol einen anderen Körper und schneidet den einen Körper von dem anderen Körper weg oder addiert Körper. Hier schneiden wir nur für dich den Wäsch. Wie machen wir das? Wir bauen einen Zylinder. Den sehen wir hier dran. Den Zylinder holen wir hier, den selektionieren wir und dann ziehen wir den auf der Z-Achse in das Zing. Wir sehen hier das 10 mm groß. Dann ziehen wir hier auf der Z-Achse minus 10 rauf. Voilà, wir sehen hier, dass den hier rauf ist. Ändert einem Objekt aus. Dann holen wir den Radius und wir machen den mehr groß wie der Radius von einem Körper. Und dann ziehen wir die zwei Sachen von denen auf. Das heißt, wir holen als Gewinn, was wir hier Gewinn genannt haben, Command, Klick, Zylinder. Und dann gehen wir hier bei den Körpern, gehen wir auf die Funktion Cut. Zack. Und hier sehen wir, dass als Körper nicht mehr übersteht. So, das können wir hier mal ein bisschen saven. Für wenn irgendetwas schief geht, für das wir dann können neu aufhängen. Hier sehen wir als verschiedene Elemente mehr, was wir noch nicht gemacht haben. Das sind bis jetzt zwei unabhängige Stecker, das heißt mir und Hülz. Und wir haben den Rest. Ja, wenn wir den Hülz ausmachen, als halt Rest. Wenn wir den auch ausmachen, dann sehen wir just nach als Helix. Dann machen wir als Hülz nicht so. Wir machen den auch nicht so. Dann heißt, sind die zwei Stecker überlappt. Ich selektioniere die zwei Stecker. Also und dann do den Union. Und lo haben wir ein Steck, was aus den zwei besteht. Da gehen wir hin, Amazon Export. Amazon, wir exportieren die Schlauchverbindung, Amazon, das ist ein Mesh. Ein Mesh, das ist ein STL-Fichier, also ein Fichier, den ihr an einer Slicer-Software kann laden, für einen 3D-Printer umzusteuern. So, wir gehen hier gucken, wir laden als Snapmaker Luban. Also Snapmaker Luban, das ist eine Applikation von also Snapmaker 3D-Drucker. Das ist an sich dem sein Slicer. Gucken, ob den da. Voilà. Wir gehen als an 3D-Printing-Mode. Und wir gehen da den Fischer dranladen, den wir kreiert haben. Und das ist eine Schlauchverbindung STL. Ah, ich müsste so machen.
fello. Voilà. Hai as lo eisen Modell, den irgendwie klängen Dingen hat. Und die gucken wir lo, wenn wir den hier drehen. Wenn wir ihn drehen, gesehen wir da, heißt gewinn dran, der Tischen hat den Merch gemacht von denen zwei Stecker, Tisch mir so ein High Auto Rotate, der das für das dann weiß, wenn das dreht. Wir können hier so ein Generate G-Code. Wir sichern als hier als PLA und dann haben wir hier am Slicer gesehen wir, wie das Steglo kreiert wird vom Drucker. Das exportieren wir an unser Workspace. Und dann können wir das Steck drucken. Voilà. Da sind wir schon fertig. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen interessiert an von der Welt. Dann guck dich das Programm FreeCAD da an. Den scheint mir relativ interessant zu sein. Kann ich noch Modelle machen, die sich bewegen. Wir können hier Architektur machen. Wir können Robotik machen. Es gehen noch nach so Add-onen für Workbenchen zu machen. Ihr könnt Makro machen, für das automatisieren. Wo haben wir hier nach irgendetwas? Voilà, du hast einen Add-on-Manager. Du sei den für ein Workbench nicht gehen. Eiers von 3D und so weiter. Die hat Module, die automatisch schrauben und so Sachen machen. Wie gesagt, guck dich dann und dann sehe ich dich ein bisschen damit. So, und hier ist das fertige Steck. Fertig gedruckt. Die sieht, wir haben innen einen Mindecken, also da innen mein dicken Durchmesser, hier haben wir den mit dünnen Durchmesser und da oben dran haben wir einen Gewinn. Das seht ihr vielleicht nicht ganz da, so seht ihr vielleicht. Du hast einen Gewinn, an dem wir den Schlauch können, an dem wir den Schlauch können randrehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Bis demnächst!